Schnelligkeit, Koordination, Ausdauer, Kraft. Wer hier Sport studieren will, muss ihn bestehen, den Eignungstest an der Deutschen Sporthochschule Köln. Über 10 Stunden Anspannung und Konzentration, 20 Disziplinen an nur einem Tag. Eine echte Herausforderung. Sechs Uhr morgens. Die letzten ruhigen Minuten, die Ruhe vor dem großen Sturm. Dann geht's los. 2400 junge Leute treten diesmal an, über 3 Tage verteilt. Allein heute werden 700 von ihnen auf ihre sportliche Eignung hingetestet. Und damit niemand schummelt, muss sich jeder bei der Anmeldung ausweisen. Einer von ihnen, Hauke Schlimme. Er studiert schon im 9. Semester an der SPOHO und macht für diesen Film den Test noch einmal mit. Ich lasse mich überraschen, ob es noch klappt. Ich habe es ja irgendwann mal gelernt und hoffe, dass ich noch ein bisschen davon zehren kann. Und ja, Augen zu und durch. Hauke gehört zur Gruppe 3, genau wie Anna. Die 18-Jährige ist mit Mutter und Freundin aus Mönchengladbach angereist. Ihr Traum? Ich würde gerne Sportmanagement studieren. Und ja, davon träume ich eigentlich schon seit 5 Jahren. Und hoffe, dass der heute ermöglicht wird. Ein halbes Jahr lang hat sie für diesen Tag trainiert. Also ich war beim Schwimmtraining einmal die Woche. Dann war ich beim Kugelstoßen, Hochspringen und Leichtathletik. Dann habe ich einmal die Woche Hockey gespielt, war zweimal die Woche Turnen und ab und an Badminton spielen. Was sagt die Freundin? Ach, das Anna gerade schafft das. Das geht. Bevor es ernst wird, geht es aber erst noch in den Hörsaal zur Einführung. Im Namen der Deutschen Sporthochschule Köln darf ich alle ganz herzlich hier begrüßen. Hier gibt es die letzten Infos. 2400 Prüflinge an 3 Tagen. Für die Hochschule eine logistische Herausforderung. Noch eine Runde Motivation. Dann geht es endlich zur ersten Sportart. Für Hauke und Anna heißt das Schwimmen. Hauke hat Respekt. Als erstes gilt es, vom 1-Meter-Brett zu springen, mit dem Kopf voran. Klingt einfacher, als es ist. Selbst für Hauke, der sich hier auskennt. Die meisten überschlagen beim ersten Mal. Gut, dass jeder einen Probesprung hat. Im zweiten Anlauf klappt's dann doch. Geschafft. Das erste Mal Wasserkontakt und man war wach. Die Bretter sind sehr weich, sie sind schon auf die härteste Stufe eingestellt. Also beim Springen ist weniger definitiv mehr. Ganz langsam anlaufen, ganz leicht abspringen. Es muss ja keine hohe Flugkurve, nicht weit sein. Also weniger ist mehr beim Schwimmen. Auch Anna meistert die erste Hürde. Ob's am Daumendrücken lag? Die nächste Disziplin, 20 Meter Streckentauchen. Für die meisten kein Problem. Gleich anschließend die Technikdemonstration Kraul- und Brustschwimmen. Hier wird auf jedes Detail geachtet. Beim Brustschwimmen ziehen Sie die Arme bis an den Oberschenkel. Das ist nicht zulässig. Die müssen auf Höhe der Schulterachse einwärts gedreht werden. Auch Hauke hat Probleme. Er führt die Beine asymmetrisch. Die sogenannte Beinschere. Ein häufiges Fehlerbild beim Brustschwimmen. Da helfen nur Trockenübungen. Und aus dieser Drehung raus wieder das ganze Strecken in die gestreckte Wasserlage rüber. Beim zweiten Versuch klappt's. Erleichterung. Jetzt müssen Hauke und Anna noch das Schnellschwimmen überstehen. 100 Meter Brust oder Kraul auf Zeit. Ich werde übrigens nicht reinspringen. Ich starte aus dem Wasser, weil sonst ist die Brille weg leider. Beide schaffen es. Und sogar besser als erwartet. 1,24,4. Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gute Zeit. Sehr gut. Also ich bin 1,48 geschwommen auf 100 Meter Brust. Vorher meine beste Zeit war 2 Minuten, also 12 Sekunden verbessert. Super Zeit, richtig zufrieden. Toll. Das viele Training hat sich gelohnt.
Profi muss man für den Eignungstest an der Sporthochschule allerdings nicht sein. Grundsätzlich ist das so eine grobe Orientierung, so Sportabzeichen. Also das ist jetzt nicht leistungsorientiertes Schwimmen, auf keinen Fall. Die erste Station abgehakt. Jetzt geht es zu den Mannschaftssportarten. Manche haben Basketball, andere Handball oder Volleyball gewählt. Anna hat sich für Hockey, Hauke für Fußball entschieden. Nach den Mannschaftssportarten treffen wir uns im Foyer der Sportschule wieder. Wo heute morgen die Anmeldung war. Viel Erfolg. Auf geht's, Fußball Abmarsch. Minuten Fußball. Passen, Ballkontrolle, situationsangepasstes Spiel. Für Hauke eine leichte Übung, aber... Was mir jetzt auffällt, ist, wie man merkt, wie in den Pausen die Kraft schwindet. Also die Pause jetzt bis zum Fußballspielen vom Schwimmen, das war schon fast eine Dreiviertelstunde, da fährt der Akku richtig runter. Da wird man müde, man wird schläfrig und da muss man sich aufreißen, wieder 100% geben. Das ist auch das, wo man dann am Ende merkt, Sachen, die man eigentlich perfekt konnte, im ausgeruhten Zustand klappen, in diesem Stress dann plötzlich gar nicht mehr. Genau das unterschätzen viele, die sich zur Eignungsprüfung an der Sporthochschule anmelden. Das Schwierigste ist sicherlich, diesen ganzen Tag zu durchstehen. Denn sie sind zum Teil sehr früh aufgestanden. Um 7 Uhr war dann die Anmeldung, um 8 Uhr die erste Disziplin. Und dann kann es so sein, dass der letzte Lauf nach 19 Uhr stattfindet. Und das heißt schon was, wenn man über 20 Disziplinen bewältigt hat. Wenn man vom Schwimmen direkt an die Reckstange gegangen ist, von dort wieder zum Sprint, danach noch ein Fußballspiel geliefert hat. Dann am Schluss noch den Ausdauerlauf zu leisten, da gehört schon was dazu und da braucht man Durchhaltevermögen. Doch noch haben Hauke und Anna nicht einmal die Hälfte hinter sich. Beim Badminton treffen sich die beiden wieder. Neben Tennis und Tischtennis eines der drei wählbaren Rückschlagspiele. Sehen wollen die Prüfer ein variantenreiches taktisches Spiel, Angriff und Abwehrverhalten. Annas Fans dürfen diesmal auf der Tribüne mit dabei sein. Wenn es gut klappt, dann ist es okay. Und wenn man denkt, oh, man kann sich das ja noch nicht so richtig einschätzen, ob der Prüfer das jetzt gut findet oder nicht, und dann wird man immer nervöser. Ja. Und deswegen ist man froh, wenn es nachher heißt, Daumen hoch, ja, geschafft. Und der Daumen geht hoch. Eine weitere Hürde gemeistert. Hauke und Anna haben jetzt 3 von 6 Stationen ohne Defizit hinter sich. Es folgen noch Leichtathletik, Turnen und der Ausdauerlauf. Vorher aber erstmal Pause und viel Zeit zum Nachdenken. Jetzt kommt Leichtathletik. Da hatte ich damals mein einziges Defizit im Kugelstoßen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich das geändert hat. Wer eine Teilaufgabe nicht schafft, bekommt ein Defizit. Bei 2 Defiziten gilt der Test als nicht bestanden. Und jeder hat seine Schwachstellen. Anna zittert vor dem Turnen, Hauke vor Leichtathletik. Die letzte Aktivität liegt jetzt schon 1 Stunde fast zurück. Und in dieser Stunde bin ich, glaube ich, schon im Kopf ziemlich häufig 10.000 Mal durchgegangen, wie ich gleich die Kugel stoßen werde, wie das mit dem Hochsprung aussieht. Für mich steht hier ja heute nicht so viel auf dem Spiel. Wenn ich jetzt wirklich Testteilnehmer wäre, würde das. Das ist schon sehr belastend. Am besten beruhigt da eine gute Vorbereitung. Ebenfalls in Halle 2. Hilfe gibt es auf der Homepage der Deutschen Sporthochschule. Wir haben sogar Videos gedreht, sodass man im Detail sich informieren kann. Und wenn man dann seine Checkliste macht und sagt, da und da habe ich mein Defizit, dann früh genug beginnen. Früh genug heißt etwa 1 Jahr vorher. Ich empfehle, dass man auf jeden Fall regelmäßig läuft und sich eine Grundlagenausdauer aneignet. Dass man ein allgemeines Krafttraining macht, um eine Körperspannung aufzubauen, um ein Fundament zu haben. Dass man sich mit den Techniken auseinandersetzt und Möglichkeiten zum Beispiel bei einem deutschen Sportabzeichentreff, das gibt es in jedem Dorf, dass man dorthin geht und nicht einfach denken, ach, ich bin sportlich, ich werde das schon schaffen. Männer sind dabei in der Regel selbstbewusster als Frauen, so das Ergebnis einer Umfrage. Das möchte die Sporthochschule ändern. Wir wollen eigentlich den Frauen Mut machen. Wir haben besondere Weiten, besondere Zeiten für die Frauen. Und wir brauchen diese Frauen und auch perspektivisch in der Zukunft brauchen wir die Frauen im Sportbereich. Denn die Frauen werden mit ihren Kompetenzen in der Berufswelt im Sport sehr gebraucht.
Als zusätzliche Unterstützung bietet der ASTA der Universität 4 Wochen vor dem Test ein Übewochenende an, das Hauke schon oft mitorganisiert hat. Wir versuchen quasi, die Prüfungssituation nachzustellen. Allerdings haben die Leute so viele Versuche wie möglich. Und wir kennen ja, dadurch, dass wir schon oft geholfen haben, wo so die Kniffe und die Tricks liegen, wie man das besser machen könnte oder optimieren könnte. Und da versuchen wir dann zu helfen. Doch heute fühlt sich Hauke nicht als Sportstudent im 9. Semester, der anderen hilft, sondern als Teilnehmer mitten in der Eignungsprüfung und dementsprechend im Stress. Das reicht uns noch nicht. Das war noch nicht weit genug. Gleich nochmal. Hat nicht gereicht, nee. Ich war total nervös, weil das hat damals im Eignungstest nicht geklappt, jetzt auch gerade nicht. Es war wirklich, es war ein Zentimeter, ich glaube, es war auf der Linie, beim nächsten Mal dann mit und dann muss es klappen. Mit dem Kugelstoßen haben viele zu kämpfen. Dort gibt es die meisten Defizite. Das Problem, die Kugel fliegt nicht weit genug oder wird geworfen und nicht gestoßen. Na also, klappt doch. Anna und Hauke schaffen es beide und sind immer noch ohne Defizit im Rennen. Die 100 Meter Sprint. Anna wächst über sich hinaus, ist fast eine Sekunde schneller als gefordert. Folgende Zeiten darf ich Ihnen vorlesen. Anna Leven, 14,7. Ja. Erleichterung, und Hauke tut es ihr gleich. Weiter geht's mit Hochsprung. 1,20 Meter für die Damen, 1,40 Meter für die Herren, egal wie. Voraussetzung ist eigentlich nur, der einbeinige Absprung. Das heißt, mit einem Bein den Boden verlassen. Wie man letztlich die Stange überquert, das sei dahingestellt. Hauke wählt den Schersprung, weil er ihn sicherer beherrscht als den anspruchsvollen Fosbury Flop. Anna hat beim ersten Versuch gerissen, jetzt gilt es. Nur kein Defizit vor dem Turnen. Was echte Fans ausmachen. Die große Vielfalt der Disziplinen macht den Eignungstest an der Deutschen Sporthochschule so besonders. Wer nur eine Sportart sehr gut kann, ist hier falsch. Es gibt natürlich Sportarten, die extrem die Schnelligkeit verlangen oder die Ausdauerfähigkeit. Wir wollen aber hier nicht die reinen Experten, sondern wir wollen die Alleskönner, sozusagen die vielseitigen Sportler. Allerdings gibt es eine Ausnahme für Leistungssportler. Wir sind als Deutsche Sporthochschule Partnerhochschule des Spitzensports. Und als solche haben wir uns bereit erklärt, Kader Angehörige, die also einem deutschen A-, B- oder C-Kader angehören, eine Sonderregelung zu gewähren, die so aussieht, dass ein zweites Defizit da sein darf. Die Kandidaten dürfen also weitermachen im Test, müssen dann aber auf Antrag, auf gesonderten Antrag, eines dieser Defizite nachholen. Der Grund für den umfangreichen Test: Wer an der Deutschen Sporthochschule studiert, soll den Sport auch verkörpern, selbst wenn er später in einem praxisfernen Bereich wie zum Beispiel dem Sportmarketing arbeitet. Sie sind nicht authentisch, wenn Sie selbst keinen Ball fangen können, wenn die Beine in die Luft gehen und Sie haben keine Kontrolle mehr über Ihren Körper. Ihre Bewegungssprache drückt schon aus, ob Sie glaubwürdig sind, dass Sie wirklich etwas über Sport zu sagen haben. Fast am Schluss wartet noch eine der wichtigsten Sportarten auf Anna und Hauke, das Turnen. Am Boden wollen wir sehen, dass Sie eine Rolle vorwärts, beginnend mit geschlossenen Füßen, so turnen, dass Sie ohne Hilfe der Hände auf die Füße zurückkommen. Dann kommt die Rolle rückwärts. Vom Turnen hat Anna am meisten Respekt. Hauke ist ein guter Turner, eigentlich. Ich sollte eigentlich ganz sicher sein, aber beim Turnen ist die Stimmung ist immer alles sehr ruhig, sehr leise, sehr konzentriert. Man hat viel Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen, und dann kribbelt es doch nochmal. Am Reck muss ein Felk auf, Rück-, Um- und Unterschwung gezeigt werden.
Hauke packt der Ehrgeiz. Er zeigt alle Elemente am Stück, mehr als nötig. Anna hat derweil Probleme. Auch im zweiten Versuch klappt die Bodenkür nicht. Ihr Handstand ist nicht gestreckt genug. Annas erstes Defizit an diesem Tag. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Von einem Turngerät geht es zum nächsten. Annas Gruppe ist mit der Sprunghocke übers Pferd an der Reihe. Nochmal bitte nicht die Hände stehen lassen auf dem Pferd. Ja? Und dann kommt alles ganz plötzlich. Anna schafft auch den zweiten Versuch nicht und ist ausgeschieden. Nach diesem langen Tag eine bittere Enttäuschung. Sie selbst ist erstmal sprachlos. Man konnte das nicht so genau sehen. Also beim Bodenturnen habe ich gemerkt, ja, okay, das war jetzt nichts an meinem Gesichtsausdruck. Und nach dem Pferd, ja, Anna war auf einmal weg und dann habe ich es mir gedacht und fand es einfach schade. Ja. Ja, man hat ja mitgefiebert, man wollte, dass sie es schafft und es ist einfach schade. Willst du es nochmal versuchen? Ich denke, ja. Ja. Während die anderen noch weiter turnen, geht es für Anna nach Hause. Ein kleiner Trost, sie ist nicht allein. Über 50% bestehen den Test nicht. Doch kein Grund zur Entmutigung. Den Test darf man mehrmals wiederholen, so oft man möchte. Da haben wir auch einige, die wir öfters gesehen haben. Aber die haben uns dann doch beeindruckt, dass sie wirklich so viel dafür getan haben. Einige sind aus Moldawien noch einmal nach einem halben Jahr wieder angereist und haben es noch mal probieren. Inzwischen ist zum Beispiel schon eine Lehrbeauftragte bei uns. Da hat sich das wirklich gelohnt. Für Hauke und alle, die es bis hierher geschafft haben, steht jetzt noch die eine letzte Hürde bevor. Der Ausdauerlauf. 2000 Meter für die Damen, 3000 für die Herren. Während im Stadion schon die Würstchen gegrillt werden, herrscht hinter den Kulissen noch hektische Betriebsamkeit. Im Prüfungsamt müssen alle Bögen gegengecheckt, die Listen für den abschließenden Lauf erstellt und ins Stadion geschickt werden. Und es muss schnell gehen. Wir stehen hier sehr unter Druck, weil die Listen sehr frühzeitig rübergeschickt werden müssen, damit dann die Läufe dort beginnen können. Sie müssen Ihre Runden selbst zählen. Lieber eine zu viel als eine zu wenig, sag ich mal. Noch Fragen? Auf die Plätze und los! Von ab dafür, kommt, los geht's! Und dann gibt es kein Zurück mehr. 7,5 Runden für die Männer, 5 für die Frauen. Auf Zeit. Nach über 10 Stunden Nervenflattern und Anstrengung, ein mühsamer, aber krönender Abschluss. Angefeuert durch das Publikum und die vielen Asta-Helfer in Lila, holen alle nochmal alles aus sich raus. Auch Hauke. Für die eine letzte Anstrengung. Und auch die Letzten werden noch bis ins Ziel gejubelt. Geschafft. Hauke hat vollkommen vergessen, dass er den Test schon vor Jahren gemacht hat und schon lange hier studiert. Also die letzten zwei Runden, Hölle pur. Man merkt so richtig, wie der ganze Tag in den Knochen steckt. Die wollen überhaupt nicht mehr. Ist tierisch nervös, aber jetzt happy. Ich kann alle die es jetzt ernsthaft hier betrieben haben, sehr gut wieder neu verstehen, was es heißt, hier Eignungstests zu machen. Coole Sache. Alle Anspannung wie weggeblasen. Der Weg zum ersehnten Sportstudium frei. Fast. Denn der bestandene Eignungstest ist zwar Voraussetzung, aber noch keine Garantie für einen Studienplatz. Es zählt auch noch der Numerus Clausus. Denn die Sporthochschule möchte nur die Besten haben, für die vielfältigen Berufsfelder, auf die sie vorbereitet. Jetzt heißt es aber erstmal ausruhen. Und an alle, die bestanden haben, herzlichen Glückwunsch.